Themenüberblick. Bund übernimmt die Kontrolle. Die Regierung will den Raffineriebetrieb im brandenburgischen Schwedt sichern, wenn aus Russland kein Öl mehr kommt. Gräberfund in der Ostukraine. Nach dem Rückzug der russischen Armee aus Izium ermitteln jetzt die ukrainischen Behörden. Zum neuen Jahr wird kein russisches Öl mehr nach Deutschland fließen, wegen des Ölembargos gegen Russland. Und damit in Raffinerien, die russisches Erdöl verarbeiten, nicht das Licht ausgeht, wird die Bundesregierung mit dem heutigen Tag dort die Kontrolle übernehmen bzw. bei deren Geschäften mitreden. Es geht um die Raffinerien in Vohburg an der Donau, Karlsruhe und vor allem in Schwedt in Brandenburg. Die Anlage dort gehört mehrheitlich dem russischen Staatskonzern Rosneft. Sie produziert große Mengen an Heizöl, Benzin und Diesel für den gesamten Nordosten Deutschlands. Und um die Energiesicherheit zu garantieren, soll der Standort jetzt vorübergehend von der Bundesnetzagentur treuhänderisch verwaltet werden. Über die Pläne Nicole Diekmann. Nicht nur das Öl in der PCK-Raffinerie in Schwedt ist russisch, sondern auch ihr Mehrheitseigner. Trotzdem müsse hier nun keine Angst mehr herrschen vor dem Ölembargo, das im Januar in Kraft tritt, sagt heute der Bundeskanzler. Die Hängepartie ist zu Ende. Mit der Treuhand ist es jetzt möglich, dass tatsächlich alle Investitionen ausgelöst werden, die wir brauchen für eine langfristige Zukunftssicherung. Und mit der Treuhand und den Entscheidungen, die wir hier miteinander vorbereitet haben, ist auch gesichert, dass kein Arbeitnehmer in Schwedt Angst um seinen Arbeitsplatz haben muss. Die Bundesnetzagentur und damit das Bundeswirtschaftsministerium übernimmt nun erstmal die Kontrolle über zwei Rosneft-Töchter an Standorten in Bayern, Baden-Württemberg und eben auch Schwedt. So soll gewährleistet werden, dass weiter Öl fließt, aber eben nicht aus dem sanktionierten Russland. Möglich macht das das Energiesicherungsgesetz, genannt auch Lex Rosneft. Weil wir gesehen haben, dass sich Versicherer, Dienstleister, IT-Dienstleister, aber auch Abnehmer immer stärker zurückgezogen haben und die Region durch die wichtige Raffinerie Schwedt in eine Situation hätte geraten können, wo die Versorgungssicherheit nicht mehr gegeben ist. Die Linke reagiert skeptisch. Die Unsicherheiten bleiben. Die Unsicherheit kommt daher, da keiner weiß, woher und wie viel Öl zur Vollauslastung ab dem 1.1. herkommen soll. Die Schwedter Raffinerie müsste zu 70% ausgelastet sein, um die Arbeitsplätze zu sichern, sagen Fachleute. Es bleiben also Fragezeichen. Also, der Raffineriestandort, an dem Sie besonders zittern, ist PCK im brandenburgischen Schwedt. Mehrere Tausend arbeiten dort und für Zulieferbetriebe. Und während der Kanzler von einer Entscheidung zum Schutze unseres Landes spricht, ist die Verunsicherung in Schwedt groß. Auf die Vokabel Treuhand reagieren Sie dort besonders sensibel. Katrin Lindner mit den Reaktionen. Wenn die Flamme bei PCK brennt, geht es Schwedt gut, sagt man hier. Seit der Verkündung des russischen Ölembargos ab Januar sind die Sorgen groß in der Stadt. Die Nachrichten heute sorgen für geteilte Meinung. Eigentlich bin ich froh, dass man jetzt endlich eine Lösung in Sicht ist. Ich finde es gut. Das Hauptsache, es geht weiter. Es kann ja nicht sein, dass die ganze Region hier stirbt. Treuhand hat man ja auch viel erlebt nach der Wende, war viele negativer, die gemacht haben. Die Treuhand wickelte in der Nachwendezeit Staatsbetriebe ab, legte sie still oder privatisierte sie. Viele wurden entlassen, auch beim PCK. Die Schwedter Bürgermeisterin ist heute spontan nach Berlin gefahren. So wichtig der Termin im Kanzleramt. Schwedt bringt der heutige Tag 825 Millionen Euro und Jobgarantien. Wir haben heute Finanzierungszusagen bekommen und wir können uns auf den Weg machen, sowohl den Transformationsprozess anzugehen, als auch die Arbeitsplätze vor Ort zu sichern. Der heutige Schritt soll Alternativen zum russischen Öl über Rostock und Polen möglich machen. Bisher sorgt russisches Öl für den Erfolg der Stadt. Unternehmerin Gabriele Manteuffel handelt mit Propangas. Es fällt bei der Benzin- und Dieselherstellung ab. Sie sorgt sich, dass es ohne russisches Gas nicht reichen wird. Meine grundsätzliche Befürchtung ist, dass die Mengen nicht zur Verfügung stehen, auch wenn die Treuhand jetzt die Raffinerie übernimmt. Ich habe Angst. Heute gab es Geld und Garantien. Doch bis Alternativen zum russischen Öl funktionieren, brauchen sie in Schwedt auch Zeit.
Nach den Leichenfunden in der Ostukraine wird das Ausmaß immer deutlicher. Mehr als 400 Tote werden in einem Waldstück südöstlich der Großstadt Charkiw nahe der Stadt Izium vermutet. Exhumierungen durch ukrainische Ermittler sollen jetzt Klarheit bringen, wie die Opfer zu Tode gekommen sind. Tobias Häfner berichtet. Gräber dicht an dicht in einem Waldstück bei Izium im Osten der Ukraine. Auf manchen der rund 100 Kreuze die Namen derer, die dort begraben liegen sollen. Auf anderen nur eine Nummer oder gar nichts. Journalisten wurden heute von der ukrainischen Seite eilig hierher gebracht. Die Welt soll Zeuge werden bei diesem schmerzlichen Fund im Kriegsgebiet. Die Aufklärung eine Mammutaufgabe. Man muss jetzt natürlich schauen, sind es Zivilisten oder Soldaten, umgebracht, gestorben im Kampf oder vielleicht auch an fehlender medizinischer Versorgung. Diese Wagenkolonne soll Polizei und Ermittler auf dem Weg zum Fundort zeigen. Sie werden Licht ins Dunkel bringen, verspricht die Ukraine. Das ist aber nichts, was wir in einer Woche erledigen können. Wir brauchen viele Spezialisten, Ausrüstung und besondere Fahrzeuge vor Ort. Die Rede ist auch von einzelnen Massengräbern, die die Armee gefunden habe. Unabhängig zu belegen ist das derzeit nicht. Wir haben noch nicht genau zählen können, aber in einem großen Grab sind wohl 25 bis 30 Personen bestattet. Wie Butscha, wo Leichen auf offener Straße im Frühjahr die Welt schockierten, sei der Fall aber wohl nicht einzuordnen, sagt der Vermisstenbeauftragte später und relativiert damit auch Aussagen des ukrainischen Präsidenten, der zuvor einen solchen Vergleich gezogen hatte. Katrin Eigendorf, die war heute in Izium dabei, ist inzwischen wieder in Charkiw. Katrin, das war sicherlich nicht einfach heute. Kannst du uns deine Eindrücke schildern von dem Tag? Ja, das war eine sehr bedrückende Situation. In diesem Waldstück waren insgesamt 10 Ermittlerteams damit beschäftigt, dort Leiche für Leiche aus dem Boden zu holen. Es herrschte ein unglaublicher Gestank und man hat auch manchen der Ermittler angemerkt, dass das wirklich sie überfordert hat. Man will jetzt jeden einzelnen Leichnam auf Spuren untersuchen. Sind das Menschen, die gewaltsam gestorben sind? Was ist wirklich mit ihnen passiert? Nach Informationen des Gouverneurs sind inzwischen ungefähr 50 Leichname identifiziert worden, wovon die große Mehrheit Spuren von Gewalteinwirkung trägt, also keines natürlichen Todes gestorben ist. Das kann natürlich viel heißen. Sie können einem gewaltsamen Angriff zum Opfer gefallen sein, erschossen worden sein. Die Frage ist natürlich auch, hat es hier Folter gegeben, gezielte Erschießungen? Einige der Leichen, so sagt der Gouverneur, habe man gefunden, die hatten die Arme auf dem Rücken zusammengebunden. Ein Leichnam hatte sogar eine Schlinge um den Hals, was auf eine Erhängung möglicherweise hindeutet. Es hat auch Kinder unter den Leichnamen gegeben. Man kann die Situation schon aus einem Grund nicht mit Butscha vergleichen. Die Stadt Izium, so wie viele hier im Osten und Norden von Charkiw, waren ja über sehr lange Zeit, mehr als 6 Monate, von russischen Soldaten besetzt. Und die haben wohl immer wieder Kommandos auch losgeschickt und dafür gesorgt, dass Tote aufgesammelt und eben dort in diesem Waldstück ja in die Erde gelassen wurden. Von Begräbnis kann man da nicht reden, sondern die wurden einfach in der Erde verscharrt und dann Kreuze darauf gesetzt. Und bis jetzt ist eigentlich auch nicht klar, wie viele Menschen unter den einzelnen Kreuzen dann vergraben sind. Das wird sich alles noch zeigen müssen. Die Aufklärung dieses Falles steht noch ganz am Anfang. Und die Ermittler gehen davon aus, dass sie alleine für die Bergung der Leichen noch eine Woche brauchen werden. Danke für deine Schilderung nach Charkiw. Katrin Eigendorf war das. Die Bundeswehr werde sich künftig wieder auf ihre Kernaufgabe konzentrieren, Landes- und Bündnisverteidigung. Alle anderen Aufgaben hätten sich dem unterzuordnen, kündigte Bundeskanzler Scholz auf einer Bundeswehrtagung in Berlin an. Er erneuerte auch seine Zusage, dass künftig 2% der Wirtschaftsleistung in die Verteidigung investiert werde. Außerdem warb Scholz für mehr europäische Zusammenarbeit bei Rüstungsexporten. Der Herbst kommt mit großen Schritten und mit der kälteren Jahreszeit vielleicht auch wieder eine neue Corona-Infektionswelle. Deshalb gibt es bundesweit wieder neue Regeln, die der Bundesrat heute verabschiedet hat. Ab dem 1. Oktober gilt die FFP2-Maskenpflicht in Krankenhäusern,
Pflegeheimen, Arztpraxen und im Fernverkehr der Bahn. Fürs Fliegen wurde die Maskenpflicht aufgehoben. In letzter Sekunde gestrichen wurde die geplante Testpflicht für Kinder und Jugendliche, wenn der Verdacht einer Infektion besteht. Mehr von Daniel Ponzen. 18 plus 9. 27. Berlin, 6. Klasse heute Morgen. Noch hustet, noch schnieft niemand. Laut neuem Infektionsschutzgesetz sollte das als mögliches Covid-Symptom künftig schon reichen, um nicht mehr in die Schule zu dürfen oder in die Kita. Auch ein Freitesten nach 5 Tagen sollte obligatorisch werden, anders als bei Berufstätigen. So wollte er es. Beides wurde von Kinderärzten wie unionsgeführten Ländern scharf kritisiert und nun in letzter Sekunde kassiert. Das wäre eine deutlich strengere Regelung gewesen als alles, was wir bisher gehabt haben für Kinder und Jugendlichen. Und das in der Endphase einer Pandemie, wo zumindest die jetzigen Varianten ja deutlich mildere Verläufe, vor allem auch für Kinder und Jugendliche, haben. Lauterbach, heute im Bundesrat zu Gast, hatte unter dem Druck der Länder eingelenkt. Nach Endphase der Pandemie klang er weiterhin nicht. Ich möchte nicht, dass wir uns daran gewöhnen, dass jeden Tag 100, 150 oder gar 200 Menschen in Zukunft jeden Tag an SARS-CoV sterben und zum Teil schwer sterben. Das ist nicht der Tod, den man sich selbst oder seinen geliebten Menschen wünscht. Und das ist der Grund, weshalb ich dieses Gesetz ernst nehme. Das Gesetz wurde mit deutlicher Mehrheit verabschiedet. Kritik kam vor allem aus Thüringen, unter anderem an der Fortsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht und an mangelnder Einbeziehung der Länder vorab. Die Ministerpräsidenten sind erst gar nicht gefragt worden. Das ist durchaus für mich eine neue Lebenserfahrung nach 2,5 Jahren Pandemiearbeit, dass wir jetzt auf einmal zur Kenntnis nehmen, dass wir 2,5 Jahre vorne auf der ersten Reihe stehen durften und jetzt nicht mal mehr gefragt werden. Aufatmen unterdessen in vielen Schulen. Ob es ab Klasse 5 wieder zu einer Maskenpflicht kommt, entscheiden die Länder, je nach Lage. Erst Trockenheit, dann Überschwemmungen. In Italien sind bei schweren Unwettern mindestens 10 Menschen ums Leben gekommen. Mehrere werden vermisst. Besonders betroffen ist die Region Marken an der Adriaküste. Dort regnete es letzte Nacht binnen Stunden so viel wie bisher in 6 Monaten. Maike Verlaat-Violant und Holger Müller berichten. Und plötzlich kommt das Wasser. Unaufhaltsam, Straßen verschwinden. Ein knochentrockener Sommer endet in einer Sinnflut. Eine Nacht, wie sie die Mitte Italiens wohl nur selten erlebt hat. Man kann sich kaum vorstellen, wie es hier aussah. Donner und Blitz, unbeschreiblich. Ich bin 80 Jahre alt, aber so etwas habe ich noch nie gesehen. Plötzlich stand das Wasser so hoch. Mal schauen, wir packen es jetzt an. Aber es wird hart. Die Menschen graben sich durch Tonnen von klebrigem Schlamm. Glücklich die Gemeinde, die schweres Gerät zur Verfügung hat. Es gab Warnungen der Meteorologen, doch die Behörden wurden vom Ausmaß der Wassermassen überrascht. Es hat in diesem Gebiet innerhalb einiger Stunden 1/3 der Menge geregnet, die es sonst in einem ganzen Jahr regnet. In manchen Gebieten hat es doppelt so viel geregnet, wie es normalerweise im Sommer regnet. Aus der Luft das ganze Bild der Katastrophe. Hier wälzt das Flüsschen Misa sein schlammiges Wasser in die azurblaue Adria. Luft. 4 Menschen werden noch vermisst. Neuer Regen droht an Italiens Adriaküste.